Moin und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Alan Wake. Und ich weiß gar nicht, wie wir da rüberkommen sollen. Vielleicht da hoch? Das ist auch eine Idee. Ja, und wir machen uns jetzt hier weiter durch unsere eigene Geschichte mal wieder. Also wir sind jetzt hier nach Bem. Bem ist gut, ja. Nach der Hauptkampagne hier in dem zweiten DLC gerade so ziemlich am Finale, am Ende, so mittlerweile. Oh, nein. Oh, wieder alles den Hügel runtergefallen, das ist so eine Scheiße. Naja, gut. Aber wenigstens das Schiff ist wieder da. Oh, fuck. Das Schiff, sag ich schon, das Flugzeug, ja. Und ich weiß nicht, oder war das hier in den DLCs? Irgendwo bei so einem Flugzeug gab es irgendein gottverdammtes Easter Egg. Und ich weiß immer nicht, wo es war. Ich vergesse es jedes Mal. Oh, fuck, ich weiß nur, dass da Gegner sind. Oh. Alter, die haben uns ja sofort getötet. Die kamen einfach aus dem Gebüsch raus und haben uns getötet. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Einstieg in die Folge, Leute. Irgendwie, ich habe das Gefühl, die letzten 5 oder 6 Folgen, wir sterben immer sofort am Anfang. Innerhalb der ersten 2 Minuten. Sofort einmal sterben. Dann wird alles gut. So, und werden wir jetzt hier die Waffe nachladen? Ach, die sind schon voll durchgeladen. Okay, zumindest so weit wie wir können. Oh, praktisch. Ja, gut, jetzt sind wir da gescheitert, aber das Flugzeug ging noch mal ein bisschen weiter runter. Aber es hat uns jetzt nun einiges an Energie gekostet. Wir müssen hier immer noch durch den Wald irgendwie kommen. Oh, scheiße, jetzt habe ich Angst. Aber jetzt sind die wenigstens einigermaßen hier hinter uns. Aber die sind, glaube ich, schneller als wir. Das ist immer das Problem mit denen hier. Oh fuck, aber da vorne ist Licht. Und da höre ich auch schon Thomas hier. Oh nein, ins Licht, Alan. Ins Licht. Und ich glaube, damit haben wir es geschafft. Und Thomas. Sie haben es weit geschafft, aber es fehlt noch ein Stück. Sie müssen Ihren Geist vollständig kontrollieren. Die geschaffenen Fantasien loswerden. Ja, ich glaube, das kann ich. Vieles, was ich hier gesehen habe, ist persönlich und unschön. Es tut weh, aber es macht mir nichts vor. Ich weiß, es ist irreal. Gut, Sie wissen es. Aber nicht der Teil von Ihnen, der sich selbst zerstören will. Sie müssen vorsichtig sein. Nur weil Sie die Lügen erkennen, macht das die Gefahr nicht weniger real. Ich schaffe es. Ich habe keine Wahl. Ja, ich kann nicht weitergehen. Aber das wird Ihnen helfen. Danke, sag ich mal. Okay, sehr nice. Also, Thomas Zane hilft. Ich will dir was sagen, Alan. Ich weiß, wie dein Kopf funktioniert. Du versaust es, dann analysierst du es. Und bevor du es realisierst, schreibst du all die Horrorgeschichten in deinem Kopf. Stimmt's? Komm, so bin ich nicht. Ja, es stimmt. Ich weiß, wie es läuft. Du bist ein Versager. Ich hasse dich und ich werde dir niemals verzeihen. Habe ich recht? Oh, Mann. Siehst du? Ich kenne dich. Aber Alan, es ist alles in deinem Kopf. Es kamen immer mehr. Ich liebe dich. Es waren zu viele. Oh fuck. Oh ja, das sehe ich auch gerade. Ah, aber der Leuchtturm kann uns helfen, wenn wir hier nur die ganzen Sachen frei machen. Okay, da kann uns wohl nicht mehr helfen, der Leuchtturm. Dann müssen wir das hier selbst machen. Oh scheiße, und ich sollte nicht so viele Schrumpflippenschüsse verballern. Oh fuck. Oh, das ist ja geil. Oh, das ist ja geil mit dem Leuchtturm, dass er uns hier so helfen kann. Was ist das? Klar. Achso, durch klar bröckeln wir irgendwie immer weiter Hügel weg. Gerade hier direkt neben uns und... Nice. Noch mehr Hügel weg, noch mehr Gegner weg. Kommt der Leuchtturm nochmal? Da ist er. Boah, ist das geil. Boah, ist das geil, ey, mit so einem riesen Leuchtturm hier rumzuspielen. Ey. Ja, ich würde gerne selbst an der Leuchte sitzen vom Leuchtturm. So, ich mach's ja einfach mal direkt klar, weil ich meine, das hilft uns ja auch total viel gesehen. Boah, ist das geil. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich gerade, aber es ist ja einfach mal mega nice. Oh shit, und da kommen Gegner hinter uns. Oh, und die werden schon alle weggebasht hier, ey. Wie nice. Ich hoffe, die sind auch alle hinter uns tot. Nicht nur ein paar. Boah, es sieht sehr gut aus hier. Boah, und der Leuchtturm hilft uns echt ziemlich, ey. Das ist ja unglaublich.
müssen eigentlich nur die ganze Zeit hier die Felsbrocken aus dem Weg räumen. Und den Gegner natürlich ausweichen, falls sie uns doch noch ein bisschen zu nahe kommen. Warm, aber genau sowas passiert dann. Nice. fuck, hier kommen natürlich noch mehr Gegner. Oh, und der will ausrasten, der will ausrasten. Das finde ich gar nicht gut und er rastet aus. So, ich mach's hier einfach mal ein bisschen klar, halte ihn ein bisschen auf Abstand und weg ist er. Nice, Alter. Leute, ich laufe hier einfach mal durch. Au, 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 oh, fuck. Scheiße, nein, warum habe ich das getan? Wir waren so weit. Wir waren so weit. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwo zwischendurch einen Checkpoint hatten. Oder ob wir jetzt hier alles nochmal spielen müssen. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir gerade hier sind. Ach du Kacke. Und ich hätte auch echt gerne eine Leuchtfackel oder so. Das wäre natürlich noch tausendmal geiler hier, als nur mit dem Leuchtturm zu arbeiten. Denn ich meine, dann könnten wir wenigstens... Oh, wir sind ja doch noch ziemlich nah dran hier. Ah, fuck, warum? Warum trifft ihr mich? Ihr dürft mich da nicht treffen. Geh weg. So, und wir machen das hier trotzdem noch klar. Ich habe keinen Bock, dass hier gleich noch irgendwie... Weich doch aus, Junge. Ich habe doch auf Ausweich gedrückt. Oh, verdammt. Verdammt. Das Ding ist einfach, ich wollte an diesen rettenden... Klar, ich sag mal klar, also es steht auch klar, so klar, ist doch klar, oder nicht? Aber, ja, so wirklich retten tut sie mich scheinbar auch nicht. Oh fuck, wir hätten vielleicht doch noch ein bisschen warten sollen. Wunderbar, danke, danke, sehr netter Leuchtturm. Kommt der Leuchtturm hier ran? Ja, kommt er. Au, au, au. Aber leider nicht an alle. Hilfe! Boah. Alter Schwede, ey. Das ist echt, also ziemlich actionreich doch noch hier. So, die Felsbrocken da vorne haben wir schon mal weg, aber das hilft uns gerade überhaupt nicht. Ich laufe einfach mal so ein kleines Stück zurück hier. Nice. Nee, toll. Jetzt habe ich schon wieder so viele Stromflammenschutz hier umsonst verballert. Sehr dämlich von mir. Und ich glaube, hier könnten wir eigentlich stehen bleiben, um erstmal das Ding da vorne wegzuleuchten. Oder auch nicht. Alter, was soll der Scheiß denn? Junge, wie soll ich denn da was machen? Ich meine, der hat uns direkt geschlagen. Ich konnte überhaupt nichts machen, ey. Da kam der Zweite mit seinem zweiten Schlag und wir müssen uns wieder umdrehen. Nochmal hier rum. Ein bisschen warten, genau, weil da noch Gegner kommen. Und noch mehr Gegner. Auch Ellen, jetzt keuch hier nicht so die einen ab, ey. Entspann dich doch. Es wird alles gut. Boah, wie viele Gegner hier auch einfach mal auftauchen, ey. Richtig übertrieben. So, jetzt haben wir wenigstens noch mal ein paar Schrumpfschuss übrig hier. Ich will doch eigentlich nur da hinten den Berg wegmachen. Au. Oder den Typ zumindest erstmal. Ich weiß nicht, was jetzt besser ist. Also ob wir nicht wirklich durchkommen sollen. Oh, das war natürlich sehr gut jetzt, dass wir erstmal mitten. Wer ist denn? Hier ist doch keiner so nah an uns dran, dass er uns töten könnte, oder nicht? Oh, was soll das denn ernst sein? Ich meine, ich habe 13, also 3 Schrotflintenschuss in den Typen da reingeballert und er läuft trotzdem weit auf uns zu. Oh, fuck, ey. Ja, aber wie gesagt, Leute, das kommt davon, wenn man das Ganze hier auf schwer spielen muss, dann muss man auch erwarten, dass das Spiel hier schwer ist, ne? Zumindest an einigen Stellen. So, wir warten wieder auf den Leuchtturm. Danke. Vielleicht sollten wir... Oh, ich bin ja auch sowas von dämlich die ganze Zeit. Das Ding ist, da vorne müssten wir halt noch... Wieso kommen die jetzt von hinten? Und warum funktioniert das Ausweichen nicht, Mann? Das ist noch der viel größere Mist da dran hier. So, bevor ich jetzt allzu weit laufe, soll ich weiterlaufen?
weiß nicht, ob ich wirklich weiterlaufen soll oder nicht. Gerade. Ach, leck mich. Das Ding ist halt, wenn wir jetzt hier schon mal den Fels da ein bisschen freiräumen, dann könnten wir eventuell gleich hier irgendwie stehen bleiben, zurückgehen, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob die Gegner da hinten ankommen. Oh nein, die kommen so weit vor uns an hier. Oh shit. Oh fuck, aber wir laufen jetzt einfach mal zurück da hier, wo schon alles frei ist, wo der Leuchtturm schon mal hinlaufen kann. Jetzt haben wir zumindest diese Welle hier schon mal weg, aber da waren keine Fettsäcke dabei, die kommen jetzt erst. Oh, und wie die jetzt kommen hier, die kommen ja alle wieder nochmal. Da haben wir aber ein Schwein gehabt, aber der Fettsack ist immer noch da. Oh nein, jetzt raste nicht nochmal aus. Ey. So. Oh Leute, und gleich das nächste Licht hier noch. Alles weiter klar machen. Schön durch den Leuchtturm laufen. Da vorne kamen nämlich noch mehr Gegner. Oh, geht doch. Und da ist Licht. Hier ist Licht. Oh, damit haben wir einen richtigen Checkpoint erreicht. Wir können unsere Gesundheit neu starten. Da vorne schon mal hier die Felsblöcke aus dem Weg holen. Munition nachladen. Oh, fuck. Alter Schwede. Willst du mich verarschen? Ich glaube, das ist gerade nur noch der eine, den Typ, mit dem ich mal einfach nur damit ein bisschen Zeit habe, damit sich unser Leben regeneriert. Bevor die nächsten Gegner gleich ankommen, aber mittlerweile haben wir wenigstens sehr. Oh, Licht vom Leuchtturm. Ich mag das Licht vom Leuchtturm. Oh shit. Ich laufe lieber ein Stück hier weiter oder auch nicht. Ja, doch. Ich weiß es nicht. Okay, hier könnten wir eigentlich stehen bleiben. Warten, bis die Gegner ankommen. Da vorne haben wir jetzt auch ein bisschen Feld weggebröckelt. Nice. Und damit schon mal wieder eine gute Gegnerblende gemacht. Ich will einfach jetzt hier schon mal ein bisschen den Weg voraus säubern. Dass wir nicht gleich vollkommen reinlaufen. Ich hoffe nur, dass gerade keine Gegner hinter uns ankommen. Haha. Da seht ihr es einfach. Warum, wieso, weshalb. Schon eine ziemlich gute Idee, dass wir die Teile hier möglichst aus weiter Ferne schon mal zerstören. Damit einfach sehr schnell der Dickster hier auf uns zu rollen kann. Oh, geil. Oh, ich mag den Leuchtturm hier. Der Leuchtturm gefällt mir. Und da vorne ist Licht. Da ist Licht und der Leuchtturm leuchtet hier hin und alles ist toll. Nee, 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 nee. Hier ist Licht. Hier ist Licht. Ist mir egal. Ihr könnt da sterben. Hier ist Licht. Der Leuchtturm. Ich war erleichtert, es hierher geschafft zu haben. War aber nicht sicher, was nun geschehen würde. Ja, nee. Da habe ich echt keinen Plan, Leute. Also ich gehe auch lieber mal mit der schrumpfenden Tür rein hier. Aber was auch immer hier geschehen wird, ich hoffe, es wird gut ausgehen für uns. Ich bin mal gespannt. Ich meine, für die Leute, die das Alan Wake's American Nightmare Let's Play gesehen haben, die wissen ja quasi schon, wie das geht. Und was, wir dürfen jetzt hier komplett alles zu Fuß hochlaufen? Ich war nicht sicher, was das Dunkel ihm angetan hatte, dass er nicht folgen konnte. Doch jetzt war ich auf mich gestellt. Aber er hatte mich so weit gebracht. Allein hätte ich es nie geschafft. Das Ende war nahe. Es dauerte nicht mehr lange. Okay, und Zane ist jetzt also auch weg. Also der hat uns ja die ganze Zeit geholfen, wie er gerade sagte. Ach du Kacke. Zurück? Na, ich guck mich erstmal ein bisschen um hier, Leute. Nichts für ungut. Boah, den ganzen Weg, den wir da heute geschafft haben. Unglaublich. Unglaublich. Und wir haben nur das Boot zurück hier. Und wir sehen immer noch die Coach und Lake Lodge. Von da hinten sind wir hierher gekommen. So ungefähr. Ich weiß nicht, ob das so wirklich stimmt. Waren ja einige komische Wege dazwischen. Zurück. Ach, wir können noch hoch. Da ist noch eine Leiter. Ach du meine Güte.
Wechsel der Landschaft überraschte mich, aber nicht sehr. Langsam verstand ich die Symbolik und wie der dunkle Ort funktionierte. Oh Leute, ich will hier gerade mal ein bisschen jetzt durch die freie Wildbahn, durch die Natur laufen. Und gucken, wo wir lang gehen können. Ich meine, wir sind jetzt hier wieder an unserer Hütte. Und wir hören quasi schon die Ereignisse, die dort passieren. Oh Scheiße. Jetzt wahrscheinlich verpassen wir jetzt alles hier Wichtige. Oh nein, das wäre ja ganz dämlich von mir. Nur weil ich hier ein bisschen Ausguck haben will. Aber ich wollte einfach mal hier hochgehen. Von hier oben mal rüber gucken. Ist ja auch sehr geiler Ausblick von hier. Leider ist hier vorne alles abgesperrt, sodass man hier nicht noch weiter kann. Und dann können wir auch wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Wir können ja auch nicht über den Zaun springen. Schade, ich hatte es irgendwie gehofft. Nein, selbst da ist noch eine unsichtbare Wand tatsächlich. Cool. Also sowas hat man ja, wie gesagt, hier kaum in dem Spiel. Und ja, dann hüpfen wir den ganzen Weg hier zurück. Also auch ganz praktisch, dass wir nicht einfach über den Zaun springen können, weil ich meine, Alan Wynn ist ein bisschen zu dumm, um sich irgendwie so ein bisschen abzurollen oder sonst wie. So, dann holen wir uns mal die Brücke hier zu unserer, ach, Divers Isle. Ja, stimmt, die Insel heißt Divers Isle, aber das ist Cabin Bird Lodge. Und, oh mein Gott, was ist das für eine abgefuckte, die habe ich aber anders in der Nord, die Brücke. Ja, nee, ist klar. Barry? Hey, Al. Oh, ich krieg hier noch Depressionen. Was? Zane ist also dein neuer Kumpel, ja? Ich fühle mich verlassen. Lächerlich, du bist nicht mal real. Das heißt nicht, dass ich keine Gefühle habe. Ach, Barry. Ich lass dich schon nicht alleine, du bist viel zu knuffig. Bleiben. Deine Fantasien aufgeben, richtig? Ich hasse es, das zu sagen, Kumpel. Aber ich bin eine... Oh. Schön, du bist aufgegeben. Tschüss. Okay, gut, so schnell ging das. Tschüss, Barry. Ich will nur sagen, dass du nur durch mich in diese Hütte kommst. Manchmal muss der Held eben sterben. Aber Mann, daran bist du doch gewöhnt. Was? Wieso? Hä? Oder nicht? Nein. Was sagt das überall, wenn man so verzweifelt versucht, nicht gesund zu werden? Los geht's! Oh nein, nicht gegen Barry. Nein, nicht gegen Barry. Nein. Nein, nicht gegen meinen guten Freund Barry. Und wir haben auch noch einen Schrumpfenschuss. Barry, geh weg. Geh weg. Hör auf, mich zu schubsen, Junge. Super, dass du dir erst einen imaginären Freund erschaffst und dann kannst du nicht mehr mit ihm auskommen. Soziale Kompetenz, Al. Ganz groß. Oh, ey, also ich weiß nicht, aber irgendwie... Also, das Spiel ist einfach so saugeil geschrieben. Durchbrechen wir ihre Schreibblockade, Alan. Ja, gute Idee. Du bist ein Mordmeister des Kriminalromans. Mord und Gruppen im Gassen. Friss das, Hartman. Fuck, das ist natürlich weg. Oh, nein, nicht die Vögel. Die Vögel sind echt am grausamsten hier. Ich weiß nicht, haben wir sonst noch irgendwo Munition rumliegen oder nee, nur an diesen beiden Kisten, die wir da eben schon gesehen haben. Sie werden eine tolle Jagdtrophäe abgeben, mein Junge. Ja, sicherlich, Dr. Hartmann. Alles wird gut. Ich nehme mal lieber noch ein bisschen Munition. Hartmann! Harty! Komm mal her. Können wir über die Beziehung zu Ihrem Vater sprechen? Ich kann über die Beziehung von meiner Schrotflinte und deinem Kopf sprechen, mein Freund. Wenn dir das gefällt. Schaubepsychologe, ey. Ja, das soll nicht mal studiert. Hä? Kleiner Pisser hier, ey. Komm her, Schrot. In den Kopf. Nochmal. Nochmal. Immer mehr. Irgendwann wird's hier schon schlimm. Siehst du, ein ganzes Magazin und dann sind wir alle glücklich. Oh, shit. Es geht mit dem Haus ab. Toll. Das ist meine Aufgabe größtenteils. Oh, nein, nicht noch mehr. Warum haben wir eigentlich keine Leuchtfackeln? War es doch nicht die Old Guards, Mann? Warum müssen wir jetzt alle töten, die uns lieb sind hier? Na okay, doch, wir haben ihn nicht. Aber Barry, oder? Und die Old Guards, Mann. Die armen Old Guards.
Oh, hier liegt noch Revolvermunition. Ich finde Leuchtfackel, verdammt nochmal. Weißt du doch, wie du mal ausgeflippt bist, weil deine Frau dir helfen wollte? Und ein guter Dicker Drogen. Ja, da kommt noch einer. Oh. Zack. Das Ding ist einfach, wir können die immer nur so ein bisschen anleuchten hier. Ich hasse diese Schleicher. Die haben sie auch passend als Bossgegner hier genommen. Weil man halt einfach nur auf der Hut sein muss, ein bisschen aufpassen muss. Ach, und hier sind auch noch so komische dunkle Flecken auf dem Boden. Und jetzt kommen sie beide auf einmal an. Na, kommt er, kommt er. Ja, den ersten konnten wir jetzt nur ein bisschen anleuchten. Ich hoffe, ihn. Oh, Alter. Meine Fresse, ist sehr grausam, wie lange die auch hier brauchen. So, laden lieber mal die Batterie kurz nach hier. Kommt ihr heute nochmal? So, du bist schon mal so weit, dann komm her. Oh, das tut mir echt leid, Mann. Ich mag die beiden voll. Die sind voll cool. Müssen wir die hier umbringen, ey. Vor allem, wie abartig immer mit so vielen Schüssen ins Gesicht. Naja, gut. Ich guck grad mal, ne, hier hinten liegt auch keine Munition. Ich hatte gehofft, dass hier irgendwo noch Läufer rumliegen. Boah, wie viel Licht die auch immer schlucken, ey. Grausam. So, jetzt müssen wir wieder warten, bis der hier ankommt. Und meint, uns anzugreifen. Das dauert einfach manchmal ein bisschen. Hallo. Jetzt will er uns, glaube ich, angreifen, oder? Der arme Odin, ey. Aber ich werde auch nicht mal eine Schrotflintenschuss verballern, wobei wir haben ja eigentlich Munitionskisten unendlich. Ich habe so viel, da kann man gar nicht überhaupt verballern hier. Oder die sind unendlich oder so. Egal. So, damit haben wir ihn auch erledigt. Gleich nochmal Muni nachladen oder auch nicht. Gar nicht nach Fragen. Wenn du deinen besten Freund buchstäblich dafür bezahlen musst, wenn die abzwängen. Weil alle anderen dich nicht ertragen. Ne, das ist nicht erbärmlich. Das ist ein ganz guter Plan auf jeden Fall. Scheiß Vögel, verpiss dich. Oh nein, Barry, ey, das kannst du mir nicht antun. Warum müssen wir dich jetzt auch noch töten? Oh, vor allem machst du mir nicht so schwer hier. Und nimm deine scheiß Vögel wieder weg. Oder zumindest mit, wenn du stirbst. Oh. Mir geht echt die Geduld aus. Was? Diese Vögel! Die Vögel bringen uns, glaube ich, eher um, als dass Barry uns umbringt. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht, da ist er ja schon. Hi, Barry! Oh, verdammt, und wir müssen echt mal wieder ein bisschen auf unser Leben achten hier. Und wie viel Licht Barry einfach frisst. So, die Vögel haben uns diesmal nicht ganz in der Höhe getroffen. Oh. Oh, fuck, und Barry hat uns einfach niedergemetzelt. Oh, scheiße. Verdammt, so, ich bin mal angespannt. Oh nein, ich glaube, das war noch der erste Checkpoint, oder? Nein, wir müssen verdammt. Oh, schon wieder die Urgas und diese scheiß Vögel. Oh Gott, verdammt. Die sind schon so gut wie tot, Leute. Dann machen wir erstmal hier die Vögel. Ich glaube, wir sollten uns bei Barry auch gleich erstmal um die Vögel kümmern. Das Ding ist, beim zweiten Mal ist er schon ein bisschen schneller. Oh, der hat gesessen. Das ist natürlich ganz schnell abgehauen jetzt. Oh, verdammt, ey. Leute. Vor allem, wir sind so oft schon heute gestorben. Wir können das doch jetzt langsam hier echt mal hinbekommen, oder nicht? Oh. Verdammt, der kam schon wieder von irgendwo, wo ich ihn nicht gesehen habe. Verpiss dich. Lass mich leben. Aber die Schrotflinte will ich eigentlich eher für Barry gleich aufheben. Obwohl, das ist scheißegal, wenn wir kann man mit der Schrotflinte auf die reinheizen hier. Jetzt verreck! Boah, wie der auch echt ein ganzes Schrotflintenmagazin fressen will, ne? Man übertreibt es auch überhaupt nicht. So. Er braucht natürlich erstmal noch ein bisschen. Ah! Das ist ja endlich unsichtbar hier.
Na gut, da können wir auch Pistole nehmen. Wenn wir so lange mit der Schrotflinte brauchen. Aber mit der Pistole können wir halt einfach ein bisschen schneller schießen und auch schneller nachladen, logischerweise. So, und dann kommt jetzt Barry wieder. Ach du Kacke, und natürlich auch die Vögel um drei. So, wir sollten echt ein bisschen auf die Vögel aufpassen, vielleicht mehr als auf Barry. Aber scheint mir fast, als hätten wir die Vögel gerade umgebracht, zumindest einen von den Schwärmen. Also sie haben zumindest das passende Geräusch gemacht, aber es ist ja auch das der erste Barry hier. Der erste Barry ist definitiv leichter. Ah, komm, noch einmal. Oh, nur ein. Al, mir geht echt die Geduld aus. So, schön auf die Vögel. Gar nicht erst die Chance geben. Oh nice, damit haben wir einen Schwarm ausgeschaltet von den Vögeln. Jetzt haben wir noch Barry hier. Der war auch mittlerweile ziemlich aggressiv auf uns zuläuft hier. Da haben wir schön... Ja nice, jetzt haben wir schön Abstand bekommen hier. Oh, und da haben wir ihn. Jetzt noch alles reinpumpen. Wir haben auch keine Vögel mehr im Hintergrund. Dann nehmen wir die Schrotflinte. Komm, Barry, ins Gesicht. Ich weiß, es tut dir wahrscheinlich mehr weh als mir, aber egal. Ich schwöre dir, du machst mich irre. Oh nein, nicht nochmal. Ich mach dich irre, Junge. Ich mach dich irre, ich geb dir gleich irre. Ja, nee, jetzt kommt's auch noch als Schleicher. Wir haben vorhin noch als überaggressiver Schleicher, so wie ich das gerade hier merke. Aber als Schleicher ist wenigstens gut, dann müssen wir nicht vor ihm abhauen. Ein bisschen aufpassen hier auf die scheiß Vögel. Oh, die Vögel haben uns erfasst. Nice, wir haben die Vögel erledigt. Nice, wir haben die Vögel erledigt. Jetzt müssen wir nur noch auf Barry aufpassen hier. Der uns natürlich auch nicht einfach in Ruhe lassen wird. Pistole nochmal schnell nachladen. So, jetzt komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Das ist nicht ganz so nah, aber so ein bisschen. Bleib stehen, dass ich dich ausleuchten kann hier. Oh, Junge, jetzt komm her. Komm her. Ich weiß doch, dass du da bist. Und weg ist er wieder. Das Ding ist, irgendwann ist halt nah genug, um uns zu treffen. Und da muss man halt natürlich ein bisschen aufpassen. Aber man sollte ihn ansonsten nicht anleuchten, da er sonst immer abhaut. Das ist jetzt ein bisschen schreckhaft, unser guter Freund hier. Aber da kommt er doch wieder. Irgendwann entscheidet sich ja doch, uns anzugreifen. Er sich doch. Oh, Leute, und das dauert jetzt gerade ein bisschen hier. Nur wir können ihn einfach nicht so aggressiv angreifen wie eben gerade noch. Weil, wie gesagt, es bringt einfach nichts. Ja, okay, die ganze Zeit einfach nur ab. Wir müssen einfach noch im richtigen Moment ordentlich auf ihn zuläufen. Und selbst da haut er noch ab, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja gut, Leute, ich versuche jetzt einfach ihn zu bestrahlen, wo es nur irgendwie möglich ist. Jetzt habe ich ihn gerade voll verloren. Oh Mann, Barry, kannst du nicht jetzt endlich mal stehen bleiben und uns hier angreifen wie ein Mann, ey. Du scheiß Pussy. Du ziehst die Folge echt übertrieben in die Länge, ne? Das muss man dir überlassen. Ja, jetzt komm her. Und bleib hier. Oh, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein, Mann. Also so langsam kotzt er mich echt an hier, ey, mit seinem komischen Rumge. Die Geräusche, die er dabei macht. Nervig. Barry, jetzt komm her, du Spast. Lass dich töten. Oh, Junge, lass dich einfach töten. Oh, wie Ewigkeiten es dauert hier einfach. Hallo. Jetzt wird es von hinten ankommen, aber Lola ist schon wieder weg, Junge. Komm doch einfach mal hierher, eins gegen eins, Junge, Faustkampf, weißt du, richtig schön die Fresse polieren. Nein, er muss die ganze Zeit abhauen, wir haben nicht mal mehr Batterien hier. Ach, jetzt willst du auf einmal hier oder was? Nee, du willst doch gar nicht, ich weiß es doch, du willst gar nicht. Vielleicht lassen wir erstmal wieder ein paar Batterien hier auf.
sonst gar keinen Sinn hier. Hallo Barry. Ja, jetzt bist du geil, was, hä? Jetzt habe ich dich, du dreckiger Pisser. Jetzt mach ich kalt, Alter. Komm her. Komm her. Geht doch. Also ich meine, er stand schon vor uns irgendwie. Er hätte auch nicht mehr weiter herkommen können. Also war schon da. Oh Leute, und damit haben wir es jetzt endlich hier geschafft, zumindest draußen. Und ich lade nochmal lieber nach, oder? Ja, das wäre auf jeden Fall dumm, jetzt einfach hier komplett ohne Munition reinzugehen. So, einfach zugreifen, gerade wenn hier so ein Sonderausverkauf ist. Nebenbei nochmal Pistolenmunition. Und alter Schwede, hat sich das jetzt gerade in die Länge gezogen. Ey. Ich meine, das waren doch locker 10 Minuten jetzt, die wir gegen die gekämpft haben, oder nicht? Ich habe es jetzt gerade nicht so im Auge drauf geachtet. Und achso, ich dachte, wir könnten hier auch noch rechts, aber nein, kann ich in unser Garten. Wo bin ich? Warum geschieht das mit mir? Es ist zu dunkel. Wo bin ich? Ich finde den Weg nicht. Warum geschieht das mit mir? Ich finde den Weg nicht. Es ist zu dunkel. Warum geschieht das mit mir? Hä? Einfach so. War mein Geist wieder klar. Zane hatte recht gehabt. Ich konnte wieder klar denken. Aber ich konnte hier nicht überleben wie er. Und nochmal käme ich wohl nicht zurück. Es würde schwer werden, den Ort zu verlassen. Vielleicht unmöglich. Es fehlte nicht viel, dass meine Gedanken wieder abwanderten. Es war zu leicht, sich am dunklen Ort zu verirren. Vorher wollte ich mich zusammenrollen und sterben. Einfach abdriften. Doch hier war ich. Die noch ungeschriebene Zukunft wartete darauf, sich zu entfalten. Einen zweiten Teil von Departure. Mein Name ist Alan Wake. Und ich bin Schriftsteller. Das war's leider auch schon wieder für heute mit unserem Let's Play Alan Wake. Wenn's euch gefallen hat, dann like das Video und abonniert den Kanal, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann guckt euch doch auch eins meiner anderen Videos an. In dem Sinne einfach nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.